Calvin guckt dich an, David. Er legt es dir zu Füßen und dann glitscht es in den Stein, ins Steinlager rein. Ich glaube, ihr beide habt ein Problem miteinander. Ihr solltet euch mal in Ruhe unterhalten. Gucken, ob er es jetzt wieder so macht. Nee, diesmal nicht. Jetzt zeigt er dir die kalte Schulter. Ich glaube, ich habe was Falsches gesagt. Jetzt musst du dich bei Calvin vielleicht mal entschuldigen. Niemals. Niemals. Macht aber ganz fein. Oh. Dankeschön. Jo, gleich wieder die Knarren rausgezogen. Hab mir ein Eichhörnchen gebracht. Eichhörnchen gebracht. Und zeigt mir jetzt ein Däumchen, weil ich es auseinandergenommen habe. Achso, die Dreiarmige. Jo. Jetzt guckt sie dich an. Ich lasse euch mal alleine. Ich bin nicht am Rechner. Pass auf. Calvin ist ja auch bei dir. Okay. Macht's jetzt nicht besser. Calvin ist Psycho. Psycho Calvin. Okay, also den Rand von der Pizza kriege ich auch nicht mit Pizza schneller durch. Ja, da hast du ja schon Edelknusper angesetzt, oder was? Ich sehe den schon. Scheiß Arm nicht. Wo ist der vergammelte Arm? Ich sehe ihn nicht, Leute. Irgendwo muss er ja doch im Inventar sein. Die Bücher, die Dings. Was, der vergammelte Arm? Ich hab noch einen vergammelten Arm im Inventar. Und den wollte ich mal rausschmeißen. Ah, da hinten. Hinter den Knochen. Da sich Jens immerhin versteckt. Der ballert da nachts im Walde oder am Strand. Ah, das ist unser Mädel. Junge, ein bisschen Vogelfleisch. Falls ihr mal auf was Normales Hunger habt. Mit Katzenfutter ist okay eigentlich. Habt ihr schon alle Fische geholt gehabt? Nö, ich hab da war noch nicht dran. Nö. Ah ja, du warst so bestimmt bei den Fischen, oder? Alter, ich ballert hier rüber. Hört ja nicht mehr auf zu schießen. Mann, ey, ich will doch hier nur rüberspringen. Das gibt's da gar nicht. Ja, hat so fleißig umgebolzt. Flutsch! Gegen die Wand. Frag mich nur, hast du unendlich Muni, oder? Ja, hat sie, glaube ich. Springt da draußen wie ein Rehkitz rum. Ich hab das Feuer versetzt. Nö, da hinten war irgendwie weg. Ich denk mal, ist alles verbrannt und dann. So, ich leg euch mal ein bisschen was zum Essen rauf. Meine kleinen Kinders. Nicht, dass ihr noch verhungert. Kann man denn irgendwie ein großes Lagerfeuer bauen? David meint ja wegen Kochen und so. Bestimmt. Bauen. Dafür brauchen wir einen Kochtopf. Ja, gucken, wo der ist. Mann. Wo ist denn generell die Feuerstelle bauen? Im normalen Baumenü ist das nicht drin, ne? Ich könnte mir halt Kamin nur vorstellen, aber im Endeffekt ist es ja nur diese
befestigte Feuerstelle oder so. Kamin habe ich vorhin schon mal irgendwo gesehen. Da bei den Hämmern. Steinkamin. Wollt das Ding draußen bauen? Dann haben wir ja eh kaum Platz, oder? Oder? Naja, das war ja die Frage. Wie wir das jetzt machen mit dem Haus und allem drum und dran. Aber die Kochstelle können wir ja theoretisch trotzdem draus machen. Wir haben ja hier vorne unser Feuer. Bei den Stühlen. Ich hätte es jetzt hier an die Hauswand angesetzt, wo wir eh so ein bisschen verkackt haben. Ey, das ist Kunst. Da sie. Jetzt brauchen wir bloß Steine. Und das auch nicht wenig. Ja, Steine haben wir schon mal. Also normale Steine, oder? Oder diese Felsen, die... Diese Felsen. Achso. 39. Easy. Ach du Scheiße, das wird ja ewig dauern. Kann man nur zwei nehmen, ne? Oder drei? Drei. Eis! Ah, Feuer unter Arsch. Warum machst du da eigentlich ein Feuer hin? Das war da schon. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Hatten wir doch hier vorne unsere Feuerstelle an, nee, die ist weg. Ja, ich glaube, wenn das Holz verbrennt, ist die dann irgendwann weg. Schade, dass man nicht mehr als ein Kevin hat. Man hat halt leider nur eine Figur, die beschützen kann und jagen und eine Figur, die sammeln kann. Mit Zeit, dass sonst Mods bekommen. So kleine Sachen, so dass jeder einfach einen Kelvin hat. Dann können wir den einen auf Stöcker ansetzen und den anderen auf Steine. Macht der faule Sack eigentlich gerade? Holt der Steine oder chillt der schon wieder irgendwo in der Ecke, wo wir ihn nicht sehen? Das ist wahrscheinlich irgendwie wieder in der Ecke. Aber ansonsten könnte man jetzt auch schon mal loslaufen. Dann kommen wir an, ist Tag und kann man mit dem Golfcart zurückfahren. Sind nur noch 20, David, wir haben es gleich. Es ist noch. Macht aber nicht besser, wenn du da oben stehen bleibst, ne? Geh nicht die aus. Mehr haben wir auf der Seite, ne, jetzt müssen wir auf der anderen gucken hier. Ach. Gleich einen Kamin da rein. Finde ich gut, finde ich gut. Und die Hütte ab. Achso, 12 noch, okay. Also fern wir doch noch gar nicht, oder? Hoch haben wir. Muss mal überlegen, wann jetzt am Anfang, weiß ich nicht. Was stand da? 45, 49?
schon ordentlich viel für so ein Kaminchen. Aber wie es aussieht, gehen in so ein Steinlager wohl auch locker 30, 40 Steine rein, wenn er es bis ganz hoch stapelt. Würde ich mal so schätzen. Also, oder irgendwas zwischen 25 und 40 auf jeden Fall. 5 noch. Na! Ich hab das heute aber auch. Müssten eigentlich fertig sein, Jusen. Ne, 4 noch. Warum hast du denn nur einen mitgenommen? Du kannst 3 nehmen, ne? Ach so! Ich dachte, man kann nur einen nehmen. Ne, ne. Einfach dreimal. Dann bist du jetzt fertig. Dann bist du jetzt fertig, oder? Ne, einer fehlt noch. Fehlt noch, okay. Den bringe ich. Wir haben Besuch. Was lachst du da unten? Oh, sind einige, wie ich sehe. Dann ist auch noch einer, oder? Da laufen noch ein paar rum. David hat recht, wir können damit noch nichts weiter machen. Ne? Oder muss man da jetzt einfach ein kleines Feuer reinsetzen? Ja, man muss erstmal Holz reinsetzen, glaube ich, ja. Echt, ist das so kompliziert gemacht? Da gibt es ja noch ein anderes Menü außer dieses Standard-Baumenü. Kann halt den Baumodus wechseln, aber. Ja auch bloß, wie man es macht. Ja, Äste klein machen, anzünden. Also gibt es gar kein größeres Feuer, oder wie? Na doch, was braucht man? Äste, oder was hast du Äste? Mal gucken. Okay, ich habe ein paar Äste. Man das wieder in die Hand nehmen. Ah, man muss es in die Hand nehmen, okay. Kann man mehr stapeln als nur so ein paar? Ja, ja. Eigentlich schon. Jetzt kann ich das natürlich nicht. Doch jetzt. Achso, jetzt kann ich nur davor werfen, okay. Kann ich sie wieder aufnehmen? Kann man das so hey, ihr habt Feuer gemacht. Aber komisch, dass ich nicht noch mehr reinwerfen kann. Na, wir können doch Feuerholz machen mittlerweile. Vielleicht müssen wir doch Feuerholz. Steht der Stapel nicht hinter uns? Hier ist da so ein riesen Holzstapel. Ist der noch verbuggt, dass wir da nichts runternehmen können? Ja. Ja, sieht so aus. Da muss man einfach nur gegenhauen. Aber ich hätte gedacht, man kann das irgendwie craften, aber da muss man so einen Holzschalt bestimmt davor an der Hand nehmen oder so und dann. Nein, du nimmst das Ding hier. Weg. Hä? Okay. Du kannst es drehen, das ist ja ein tollen Pfeil. Wie kann ich denn jetzt wieder mit runternehmen? Hä? Hä? Wie, wann? Wie bitte? Hat denn der jetzt hier so ein Dings gebaut? Weiß ich nicht. Gut. So, ich werde hier so ein Ding hinschmeißen. Zack. Ich dachte nicht vorhin dieser Turm. Sag ich doch. Kann ich das nicht einpacken? Nein, du musst es angucken und warten, bis ein roter Strich irgendwo zu sehen ist, David. Dann kannst du es zurecht schneiden. Le Boom!
Ah ne, warte, ich hab das Ding jetzt auf den Boden gelegt und nicht geschmissen. Das wird ziemlich verarscht. So, okay. So, jetzt so. Jetzt geht's. Hallo. Ja, jetzt kannst du es links und rechts anpacken, oder? Ach nee, das ist das Fleisch von Jusen, oder? Ja, das bin ich gerade, wieso? Doch. Okay. Ah, cool. Nice. Wie hast du das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Wenn da die blauen Dinger zu sehen sind, dann kannst du es anpacken. Heile es doch. Kann man es jetzt nochmal teilen oder ist das alles? Das ist alles, oder? Ah, okay. Du hast halt noch so eine kleine Hälfte von der Scheibe in der Hand und die teilt er dann vor Ort in zwei Teile. Verstehe. Ja, cool. Und da kann man jetzt noch einen Topf draufstellen, sagst du, David, ja? Da hast du einen im Inventar? Ich habe bei mir geguckt, ich habe keinen gehabt. Ich glaube, den müssen wir erst finden. Also ich glaube nicht. Das sieht nicht so aus. Sollten wir wirklich erst finden. Wir hatten ja schon mal öfters welche gesehen, aber früher konnte man die nicht mitnehmen, wenn ihr euch noch richtig erinnert. Ja. Konnten wir die Fische und sowas auch trocknen? Ja, es gibt einen Trockel. Das haben wir hier sogar. Hier, bei uns haben wir schon hier. Trocknet ihr den Fischständer immer drauf, oder? Nee, ich brauch den. Die Vögel auch und so alles. Aber trocknet ist vielleicht besser. Achso, ich wollte die Flasche nehmen. Flugdiwupp. Es regnet sehr gut, die Ringfinger werden voll. Waren die Drying Racks jetzt? Was machst du denn mit dem Pferd hier in Essen, User? Bis jetzt habe ich noch keine Kiste gehabt. Wir haben ja auch keine Kisten in dem Spiel. Aber jetzt lassen wir es erstmal auf diesen Dryer. Also auf dem Trockner. Weil der kann sie, glaube ich, nicht verschwinden. Als andere vergammelt halt. Oder wie ich auch gesehen habe, wenn es lange im Feuer lässt, verpufft das. Bei mir läuft eine Babyschildkröte bis in den Tag. Na gut, dann nimm sie auch mit nach Hause, vielleicht können wir die hier bunkern, bis sie größer wird. Es läuft eine Babyschildkröte durch dein Inventar? Ja, na, weil du das Inventar auf dem Boden liegt. Aber wo ist der hin? Ist hier so. Ach so.
Also der Kochtopf ist von uns südlich. Ja, dann können wir uns ja bald auf den Weg machen, oder? Drying Rack halt schon mal bestückt usen. Also holen wir jetzt den Kochtopf oder holen wir das Go-Kart? Ich würde sagen, noch beides, Go-Kart, wenn wir es schaffen, oder? Na, was machen wir zuerst? Das sind zwei unterschiedliche Richtungen. Dann ist egal. Vielleicht holen wir erstmal die Karre und dann können wir vielleicht erstmal fahren. Ich glaube, bei können wir mit dem Ding nicht fahren. Man merkt schon, David ist kein Optimist. Na, oder wir holen erstmal den Kochtopf. Dann können wir wenigstens erstmal Wasser kochen. Vielleicht auch noch andere Gerichte. Der Kochtopf wäre auch ein bisschen näher. Ja, machen wir das erstmal. Wird gerade hell, wie ich sehe. Aber vielleicht sollten wir trotzdem kurz pennen. Oh, das könnten wir machen. Der einer noch ein Fisch, hier ist noch einer drauf. Nein, lass doch erstmal drauf. Die verdammen da nicht. Oh, verbrennen irgendwann, Jose. Ja, achso, auf den. Achso. Ich hab Hunger. Ja, hättest du auf Feuer gesagt, wäre es was anderes gewesen. Und, ne? Weil hast du gegessen oder mitgetan? Ich hab nur gegessen, klar. Ich hab doch was gesagt. Aber ich hab noch was zum Essen, falls du was brauchst. Brauchst du was? Mhm. Wie kann ich denn was fallen lassen? Du kannst dann mal runterklicken. Ah, rechts klicken. Ah, dein Inventar schon. Okay, die Sonne an. Und. Da müssen wir vielleicht jetzt. Sehr schön. Okay, benutzen den Gemodus. Ja. Ja, ist immer ein bisschen was. Ich tue dich mal weg, wenn ich dir was gebe. Brauchst du noch was? Warte mal, eine Sache kann ich dir noch gehen. Ja. Trink noch was, solange wie es regnet, wenn er noch Durst hat. Dann geht's gleich wieder voll. So, es liegt gleich. Du hast doch Konserven, ist doch die Konserven, David. Oh, haben wir drin auch noch welche. So komm, ich bin müde, sagt mein Charakter. Wo war das Bett? Oben. Oben, oben, oben. So ruhig mal globen. Ja. Ich bin immer noch müde. Ja, meine auch. Bringt mir Energy. Ich hab keinen. Macht eure Flasche noch voll? Hab ich. Trinkt trotzdem noch mal was hier schnell. Man weiß ja nie, was kommt. Dass er diesen Katzenfutterblock einfach in die Mitte setzt. Ja. Er schnippt sich den in den Mund, wirklich, ja. Mit dem Daumen oder so. Das Animation. Aber wie viel Red Bulls hast du denn noch? Und wie viel Energies? Kannst du mir einen geben, dann habe ich wenigstens ein bisschen mehr Wachheit. Einer ist doch noch im Schrank, oder nicht? Nö, hab ich. Und oder was? Achso. Kannst du aber Energy-Riegel nehmen. Das geht auch. Die sind da auch im Schrank, unten links. Achso, ja, stimmt. Ich habe auch 8 Stück. Das sind Energy, ja? Ein Schokoriegel. Ich esse mal ein. Energieriegel. Wie viel Energie gibt es mir? Oh, Alter, die Waffe. Gib mir der Energieriegel einfach keine. Ist ja crazy. Ist ja einfach crazy. Genauso wie die Schwerter nicht stumpf werden. Auch crazy. Ja, was man einmal hat, hat man für immer. Ja, Mann, in diesem Wald ist alles möglich. Was macht David da jetzt eigentlich die ganze Zeit? Ich hab ja wohl los. Achso, tut mir leid, ich war. Er schmeißt jetzt den Fisch raus. Der ist vergammelt, nee, der oder was? Ja, der ist vergammelt. Aber warte mal, dann kann ich auch noch schnell vergammelte Sachen schnell rauswerfen. Aber wie war denn das? Ach, das kannst du auf dem Weg auch machen. Mit unserem verbackten Feuerholzhaufen, aber trotzdem cool. So, wir müssen jetzt. Bin chaotisch, aber so ist es in der Kommune. Ja, wohin? Da.
Sag, sei nicht schüchtern. Wir sind da, so den Fluss und gleich nach rechts. Dann. Ist in deiner Flasche wirklich Wasser drin? Lass mich mal riechen. Ja, das riecht meine... nach Wodka. Das ist meine Flasche. Meine Flasche ist meine Flasche. Nee, du Flasche. Nee, nee, nee. Aber nicht, dass ich die Flaschen für die Molotovs schon wieder mit meinen Trinkflaschen verwechselt habe. Ja. Ja. Zumindest riecht dein Atem danach. Schon auch so. Sorry, ich hab dich nicht verstanden. Die Alkoholfahne war zu laut. Oh, das ist ein Häschen rechts von dir. Die... Oh, weggesucht. Ja, du bist hier der Wegweiser. Du bist hier der Wegweiser, Junge. Nee, du bist hier der Wegweiser, Junge. Na, lauf mal ein bisschen die Straßen lang. Vielleicht kann man links und rechts was looten oder so. So ein kleines Camp oder... Nämlich, eine Truhe wird es wahrscheinlich nicht geben. So einer bist du also. Vielleicht finden wir ein Radio oder sowas. Auf dem Weg können wir Stöcker sammeln. Stöcker sammeln. Kann man nicht irgendwo das Sichtfeld einstellen? Im Game? Ich weiß nicht, vor uns ein Gegner. Der Sichtfeld ist schon voll, schade. Oh. Das geht vielleicht noch Mühe größer. Ja. Die waren auf. Die waren auf Stöcker. Was? Die waren auf Stöcker? Die waren auf Stöcker. Und ein paar neue Gegnertypen soll es ja geben. Irgendwas mit so einem grauen Metallfresser am Unterkiefer habe ich schon gesehen. Von den Ureingeborenen, die immer so Farben mit Farben geschminkt sind, soll glaube ich auch irgendwas neues sein. Jo, alles klar, das sehen. Dank dir. Skripex 2 hat für 23 Monate abonniert. Kurzes 23 schon. Bin auch wieder weg. Das ist ja scheiß. 23. Dass die uns auch einfach nichts gönnen, Alter. Weißt du, da gehst du ganz entspannt durch den Wald, bis paar Stöcker sammeln. Eingeborene, wollen dir den Kopf abreißen? Ist doch frech. Sind hier nicht die Ecke, wo der mich so umgekickt hat? Wo ich den Short rausgemacht habe, das ist Sparta und er tritt mich so übelst weg, der große Typ? Das wirklich? Könnte überall gewesen sein. Gib dir überall, fang den Stein. Dich verfolgt der Traum nicht uns, also keine Ahnung. Ich finde den immer noch lustig, ist glaube ich auch das beste Short, was ich bis jetzt gemacht habe. Best one. Mhm. Kurz, knackig, alle können was mit anfangen. Wurde immer gut. Und ich habe genug Stöcker gesammelt, kann nichts mehr dran. Meine Stöcker-Mission ist vorbei. Schieb dir Stöcker in den Po, dann ist der Jusen froh und gut rein. Das ist er weg. Hinterm Horizont. Hand nach dem. Oh, da ist eine Tasche. Oh, das ist eine Tasche. Vielleicht kommt wieder eine Werbung. Hier Jusen fahren. Du Wixi, das hat mir gesagt. Da freut er sich wie so ein Gecko, Alter. Glühbirne eingesammelt, auch mal ein neues Dings. Ja, also. Vielleicht kriegst du mal einen Geistesblitz. Vielleicht denkst du mal nach, bevor du was tust. Wäre ja auf jeden Fall schon mal. Oh, eine neue Blume gefunden. Weiter als Schenkst du in deinem Leben je gekommen wirst, wenn ich nachdenken würde. Bla 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 bla. Ach ja. Jetzt sind wir schon wieder bei, Oh, ich hab ein Energy gefunden! Hotel Transylvania. Stech ihn ab, er hat ein Energy gefunden! Hey, Mann, hör mal auf, das gibt mir Schaden. Hör mal auf, lass mal sein. Dann übertreib doch nicht so. Verdammt. Hey, hey, hey. Bin hier nicht, um zu kämpfen. Kenne deine Grenzen. Okay, wo lang? Achso, ich sehe David nicht. Der ist hier unten. Ja, der duftet ein leeres Zelt. Achso. Der sucht durch Steine für mich Boxen. Da sind Spinnen aus dem Stein. Unter dem Stein rausgekommen. Kannst du ja knabbern, wenn du Bock hast. Seusen,
Du legst dir wirklich darauf an, dass man dir einen Stein in den Kopf schmeißt? Habe ich nicht schon einen Stein gegen den Kopf frei? Du hast mir schon einen Stein gegen den Kopf gehauen. Erst nächstes Jahr, wenn du wieder Geburtstag hast. Dann vergesse ich, wer ich bin. Reset. Oh nein, wir machen Reset. Resetto. Oder vorne sind Kannibale. Und ein Reh. Ja gut, dann absolute Kannibalos oder was? Aber die kämpfen schon gegen was. Das ist nach rein, der nach raus. Na, lass sie erstmal da machen. Die kämpfen gerade. Ja, nö, ich kümmere mich hier ums Reh. Peiler, Peiler, nein. Nicht, nicht essen, nicht essen. Halt, stopp. Ach, Peiler, du bist schon da rangegangen. Oh, ich hab's das mal vorher anzünden sollen. Jo, ihr seid da? Ich hab ihn erlöst. Ist er wirklich tot? Ja. Hey! Nee, nicht den befreien. Mach ich doch nicht. Wird nur Hazer. Oh, Schatten. Oh! Wenn mit meiner Maus ging. Ich befreie ihn, Davis. Du erlöst ihn. Ja, wenn er Glück hat, überlebt, bis die Seile durchgebrannt sind, könnte er ja. Ja, ich glaube, es ist kein gutes Leben. Das war jetzt ja auch nicht die Mission. Ne? Muss man ja mal ganz offen und ehrlich sagen. Seile. Oh, hier gibt's Seile. hier ist ein Kart. Können wir damit nicht fahren? Oh, noch mehr. Ja. Weiter, geh mal weg. Nee, geh mal hey, weg. Hey, ich kann wieder Fußball spielen. Gedärmeball. Juhu. Ja, ich würde gerne die Kiste vor die kaputt machen. Ja, er rollt nicht mehr so gut. Früher hast du besser gerollt. Gedärmeball. Und klappt den Seil auf. Gedärmeball. Ne, die sind nicht mehr so schön rund wie früher. Ist das nicht schon ein Golf? Ah, ne, das ist ein kaputtes Golfrad. Ja, ein weiteres in unserer Sammlung. Wir haben schon so viele gesehen. Konnten aber noch nie mit einem fahren. So ist es. Na los, jetzt laufen wir ein Stück durch den Wald. Juhu. Alles klar. Jetzt leckt es zwischendurch immer wieder mal, obwohl ich halt die... Oder hat er das um... Ich habe doch richtig eingestellt gehabt, ne? Ja. Oder hat er damit jetzt auch ein Problem? Aber warte mal, kann er mal kurz... Ich renne sofort hinterher. Sorry, Leute. Nee. CPU 70, Arbeitsspeicher 44, Grafikkarte auf 19, läuft eigentlich alles super. Und kann man nicht meckern, lieber. Ja, das stört ja jetzt auch nicht doll beim Spielen. Also mich zumindest nicht. Ich hoffe, euch da draußen auch nicht, Leute. Und sonst tut es mir ganz schrecklich leid, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ach. Mich inwieweit man mit dem Golfkart hier ein bisschen durch die Bäume fahren kann. Ob das ein Ding der Unmöglichkeit wird oder auch bei jedem kleinen Hügel? Ja, oder man muss vorher eine kleine Straße bauen, wo man immer hin will. Das wäre riesenumständlich, aber es gibt ja ein paar Wege und Straßen, dann muss man auf denen vielleicht fahren, obwohl man vielleicht ein bisschen länger fährt. Wollen wir bei dem Lila nochmal anhalten? Aber ich glaube, das ist wieder eine Höhle. Du nein, bist Lila. Top ist die Mission. Okay, ist die Mission. Wir müssten ja so oder so alle Höhlen nochmal von vorne abklappern. So, ne, scheiße, wir müssen sogar noch. Das war ja damals auch so, wo sie bei der einen Höhle doch die Eltern mit reingepatcht haben. Oder waren noch die Eltern von unserer dreiarmigen, dreifüßigen Freundin? Achso, in dem. Was man auch bei uns gucken kann, ich weiß jetzt aber nicht, welche Folge auf YouTube das ist, aber ich denke mal so in die 20 rein. War auf jeden Fall eine sehr lustige Folge. Kann ich mich nur gut dran entsinnen. Kommen wir denn hier übers Wasser rüber? Da hinten links irgendwo.
Andere Seite. Einfach David. Rüber. Hier kommen wir rüber. Cheer! Cheer! David. Cheer! Ja, eh noch. Wie macht der Charakter? Cheer! Eine schöne Lichtung. Oh, hier, hier sind drei Tote. Hier können wir buddeln. Ja, David. David, als ob nur ich eine Schaufel habe. Ja. Na, es sind ja drei Gräber, können wir wohl alle drei buddeln. Ja, genau. Ein bisschen in der Mitte. Ich buddel mal. Ganz rechts ist die Schaufel. Ganz rechts ist die Schaufel. Neben den Golfschläger oder so. Er ist da. Oh, war total wichtig. Hat ihr auch. Ja, ich hab eine Konserve von. Oh, User hat den Jackpot. Zwei Planen. Wow! Nee, auch Tücher. Oh, oh, okay, okay. Was machen wir mit Tüchern, User? Quiz Frage? 10, 9, 8, 7. Reinwichsen. Für Popel abwischen. Ja, es gibt Menschen, die Popel. Und die den abwischen wollen. Weil du schmierst den dir immer an deine Haare. Nur weil meine Haare trocken sind. Du magst die Axt, David? Ja. Nichts geht über das Ganhana. Nee, mit der modernen Axt fühle ich mich sehr sicher. Am kleinen Bach entlang wandern die drei Mann. Das ist schon wieder ein Kart. Oh, ja, eine Batterie. Ich habe eine Batterie gefunden. Golfkart-Batterie eingesammelt. Ich glaube, das ist sehr schon gut. Nice. Ja, glaube ich schon. Weil das brauchen wir auch. Das wäre besser gewesen, wenn wir da angekommen wären. Achso, ja, wir brauchen eine Batterie. Das ist halt so. Jo. Ja, aber haben wir richtig Glück gehabt, würde ich sagen. Also. Das ist hier ist der Weg. Oder ist der richtige Weg? Nee. Und der Weg nach da unten, ja. Da müssen wir nicht mehr rum. Das mit dem kleinen Nordzeichen ist auf jeden Fall auch gut, dass sie das reingemacht haben. Und die Qualität auf dem Handy sieht ein bisschen besser aus, aber das Day 60 oder was steht da? Ich weiß es nicht, was wir sind. Kann man kaum lesen, die Uhrzeit kann man kaum lesen, finde ich. Jetzt aber nicht, woran das liegt. Das ist so gut. Ja, nee, eigentlich passt alles. Nee, es ist alles auf hochgestellt. Ja, aber bei mir kann ich es echt gut lesen. Also 68 Tage und das ist 12 Uhr. Ja, das kann ich auch sehen, ja. Vielleicht liegt das auch an meinen zwei Bildschirmen, ich weiß es nicht. Kann immer auf mein Handy gucken. Geschafft. So. Hier ist der Kochtopf oder was? Nee, hier müsste der Kochtopf sein. Da steht er doch, oder? Nee, auf dem Handy ist es doch, ja, verpixelt. Hier. Also muss er bald andere sein. Ich hab'n. Nice. Ich hab auch. Könnt ihr den aufnehmen? Mit. Ja, du auch. Ich komme. Wo ist ein Wasserfall? Hier ist der. Hier den Kochtopf? Ja, hab ich. Alter, hier ist auch so ein. Oh, hier ist so, ein Auto. Nice. Oh, guck mal, David. Eine Solarplatte. Hab ich hier drin gefunden. Ja, steht das bei euch auch da an dem Dingsbahn? An den Dings dran? Spring zweimal, um abzusteigen. Hier steht hier ein Gerät für euch? Ja, ich hab's. Hier. Nee, das ist meins. Das ist meins. Da bin ich gerade abgesprungen. Oh, okay. Hier in der Ecke. Lösung steht hier. Nee, yeah. Hier schon sehen. Juhu! Hallo? Was ist am Zelt? Euch? Am Zelt hier bei mir. Die steigt man denn ab? Ja, Pfeiler nimm mal noch auch deins. Doppelspringen. Nice. Cool, haben wir das auch schon gefunden. Wie kann man. Achso, Doppelklick hast du. Ja, man lässt es aber auch wieder fallen. Kann man es nicht ins Inventar nehmen? Nee, das ist wie Gleiter und alles mögliche. Ist doch voll gemein. Ah, okay, dann müssen wir damit gleich mal zurückfahren. Wir haben den Kochtopf und alles, ist doch cool. Dann fahren wir damit zurück und stellen es erstmal bei uns ab. Zettel. Das ist doch genial. Ja. Das ergeht doch gar nicht.
Ding einfach mal wegstecken. Uhren, Seile, Flaschen. Aber hier die Solardings kann man nicht einfach einpacken, oder? Doch. So, also bei mir im Rucksack gesteckt. Die düsen wir jetzt auf unseren Einrädern erstmal wieder zurück. Ja. Was ist da? Oh, hier ist noch ein Fahrzeug. Also Schachtelheim. Wem gehört was? Das ist das oder ist das egal? Ist egal. So scheiße, egal. Okay, denn wer fährt vor und wer gibt den Weg? Ich fahr einfach David hinterher. Oh. Okay. Ich stehe noch drauf. Also springen geht auch, Jusen, ja. Wow. Alter, Alter, Alter. Dadurch, dass man nicht sieht, wo gerade und schräg ist. Wow. Okay, ich bin hingefallen. Oh, ja, ich auch. Liegt es denn hier auf dem Boden irgendwo? Ja. Ja, ja, du musst dich ein bisschen umschauen. Oh, okay. Also springen sollte man wirklich auch so vielleicht nicht. Man sollte eher fahren. Wenn man zu weit fliegt, dann fällt man nämlich runter. Den nächsten Baum. Oh nee. Wow. Ich glaube, auf dem Weg fahren ist vielleicht doch ein bisschen angenehmer. Oh fuck, ich glaube, ich habe meinen jetzt verloren. Meiner schon, das... Ja, und schon wieder runtergefallen. Also... Wäre echt cool, wenn man mit den Dingern weit springen könnte, aber... Mein Ding ist weggeflogen. Ich sehe es nicht mehr. Wasser steigt ja ab. Man darf halt nicht Vollgas fahren. Man muss immer wieder kurz vom Gas gehen, dann geht's eigentlich. Ja, mein Ding ist weg. Also ich finde es ja nicht mehr. Ah. Okay. Du bist weg. Ist im Wasser gefallen. Nimm's mit. Jusen seinen Night 5 jetzt schon verloren, ja. Ja, ich find's nicht. Meistens liegt's eigentlich an irgendeinem Baum. Ich bin nicht gegen einen Baum gecrashed. Habe ich auch schon öfter gedacht, trotzdem lag es an einem Baum. Bist du wütend, David? Kleines Aggressionsproblem? Ah, okay. Na, dann machen wir ein Feuerchen, dann grillen wir uns hier erstmal ein paar Beine. Ich hab die Tor, so kannst du nicht essen. Aber ich kann ihn verbrennen. Hä? Achso, nee. Stimmt. Ich muss erstmal das verdorbene Fleisch aus dem Inventar schmeißen. Hier. Barbecue! Das duftet. Die erste schon durch. Kann man schon zugreifen? Na. Doch, hat gemundet. Ah, ich hab's gefunden. Alter, doch irgendwie gesagt. Wenn du, wenn du das noch schaffst, dann hast du hier noch zwei Beine, die du essen kannst. Oh nein! Das musst du schon in die Hand nehmen. Oh, scheiße, ich hab... Oh Gott. Die sind halt ein bisschen schnell. Schnell, Jusen! Krabst du dir?
Torso und Hüfte kann man jetzt auch mitnehmen. Lecker, lecker. Sagst du, David? Ach, jetzt stehen hier so viele Häuser. Ich habe mich schon gewundert, aber das sind die ganzen Zelte, wo wir gepennt haben. Die wurden damals, glaube ich, nicht angezeigt. Okay. Aber wir müssen einfach zu Kelvin. Seid ihr bereit? Da aufgegessen? Ja, Sire. Der Sound aber. Damit eigentlich im Berg hoch. So einigermaßen koordiniert kriegt mit dem Ding. Und halt nicht ganz genau sieht, wo man die vorne und hinten. Oh. Ich bin jetzt aufgemauert. Und man sollte nicht gegen den Baum springen. Oh Gott, hier ist ein Mutantenlager. Und ich bin. Ja, Rampe! Oh ne, funktioniert nicht. Ich habe gerade mal das Zelt als Rampe benutzt. Aua! Lass mich in Ruhe. Oh, man kann beim Laufen das Ding benutzen. Jo! Oh fuck, den nächsten Baum. Oh, ich hab. Ach, sie hauen mich schon. Bin hier über eine Tür geflogen. Ich hänge. Ihn stelle ich schon wieder an, wie der letzte Trottel. Boah, das lenkt sich aber auch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im echten Leben auch scheiße ist. Durch den Wald mit so einem Ding fahren, ja. Ja. Aber generell mit so einem Ding fahren, also brauchst du ja richtig guten Gleichgewichtssinn. Oh fuck. Sogar kleine Bäume reichen aus. Wo ist es hin? Da steht's. Oh, hier ist ein großer Wasserfall, da steige ich lieber vorher ab. Leute, ich dachte, wir machen das Lager nicht fertig. Ist ja weitergefahren. Was ist das für ein Lager fertig machen? Ja, hier waren noch ein paar Leute. Jo. Und die hab ich fertig gemacht. Okay. Was hast du jetzt davon? Ich dachte, wir wollten ein bisschen looten, aber wir nichts braucht. Ja, da was gefunden? Ne, ich weiß für euch. Mal kurz bevor man irgendwo gegenfährt vom Gas gehen. Dann geht's eigentlich. Ich steck mal nochmal ab. Zweimal springen. Bom, bom, gib den Ball. Alter, das Geräusch wird ja immer lauter. Explodiert er gleich? Das Geräusch ist jetzt wirklich. Aber ich komme mit dem Ding auch hier nicht wirklich doll voran. Oh, hier ist ein Weg. Vielleicht auf dem Weg bleiben. Usen, David hat wieder Wodka gerade getrunken. Wir müssen jetzt wieder Haken fahren. Da sind Golfkarts rechts von uns. Ist das wichtig?
Weiß nicht, vielleicht finden wir noch eine Batterie. Da liegt auf jeden Fall ein Du drin, aber der bewegt sich nicht mehr. Ja, hier ist noch eine Batterie. Nice. Kannst du die tragen oder soll ich die nehmen? Gute Frage. Schmeiß sie weg. Liegt sie jetzt auf dem Boden? Hm. Nee, ich hab's ja nur noch. Was passiert, wenn ich was anderes in die Hand nehme? Nö, müsste ich im Inventar haben. Mal gucken. Wo haben sie sich denn versteckt? Achso, nee, ich kann auch noch eine nehmen. Nice. Oh, okay. Okay, cool. Alter, hier ist ein großes Vieh rechts neben dir. Zwei. Oh ja. Ja, ich sehe schon. Oh Leute, ich lieg auf dem Boden. Alter, ich bin auch bereit. Hinterhält der Angriff hier, Alter. Hier liegt müsste noch eine Batterie liegen, Jusen. Achso, ja. Aber erstmal Mutantenhaut, oder? 3, 2, 1 und go. Müssen wir eigentlich auch erstmal welche anziehen, Lurik. David, bist du soweit? Hier hinten. 3, 2, 1, go. Vorne am Höhleneingang ist auch noch ein. Ja, seid ihr ready? So, Höhenangang wollen wir jetzt wahrscheinlich nicht machen. Nö. Das ist ein Krieg. Du hast keinen Helm auf. Ja, eine Dings fehlt mir, ja. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, man kann nicht sagen, dass man mit den Teilen nicht... Hoppala. Kleine Pfütze. Nicht unflott unterwegs ist. Oh, hier sind zwei Gegner. Hatte ich Glück gehabt. Ist der uns in Ruhe? Der ist gefesselt. Der ist gefangen, Dicker. Ja. Hier ist ein großes Kernpass drauf. Joch, moin, Leute. Wir sind immer weg. Boah, Alter, stand ja fast volle Möhre im Weg, du. Also, müssen wir dann nach rechts. Hier ist auch ein Camp. Aber ein Menschencamp. Hier ist auch ein Topf. Kann man mehr als einen einsammeln? Jo. Leicht. Oh, hier ist Muni drin im Zelt, wo die Leiche liegt. Oh, und dann der Glühbirne. Ne, man kann nur einen Topf mitnehmen. Oh, Pfeile und Muni. Wäre aber praktisch, kann man einen der Topf haben und aufsteigen? Nee, dann fliegt er auch weg mal. Schmeißen mit C4.
Man kann aufs Fahrzeug aufsteigen und dann einen Topf nehmen. Bringst du mir jetzt einen Fisch? Bringt mir echt einen Fisch? Ja. Ey, hinter dir ist einer. Oh, okay. Töte den Typen. Ist der überhaupt böse? Er sieht doch voll nett aus. Wieso hinter dir ist noch einer? Alter. Oh, einige. Oh, die ist neu. Alter, Kopf ab. Wenn der Hilfe uns gefälligst. Ja, tot. Ich hab da einen den Schädel runtergeblasen. Sah bloß ein bisschen komisch aus, aber naja. Geben alle keine Haut. Nee, war noch ganz normal eingeboren. Kommen wir wieder zurück, ja, David? Ja, wir müssen zu Kelvin. Ich bin falsch abgebogen von vorne an der Kreuzung. Nimmst du den Topf jetzt mit? Ja, wenn man auf Fahrzeug aufsteigt, dann kann man den Topf noch nehmen. Aber du darfst halt nicht absteigen, dann musst du halt wieder den Topf wegnehmen. Im Dunkeln wird es jetzt gleich lustig, ne? Halber Nacht, ich brülle. So. Dann müssen wir, hä? Eigentlich ist das eingeboren im Dorf. Ja, aber. Ach, da ist kein. Geradeaus und dann links. Also könnten wir auch hier links fahren. Links vorbei. Und dann hier den Weg nur noch lang. Fängt das jetzt noch an zu regnen? Wollen wir hier nochmal looten? Lot auf Knochen. Oh, hier ist viel Geld drin. Aua! Ich hab den nicht gestartet, mich anzugrabbeln, du. Guck mal, hier ist eine Kiste. Haben wir vorher in dem Spiel jemals eine Kiste gesehen? Warum können wir keine Kiste bauen? Ich weiß es doch auch nicht, David. Oder doch, Holzkisten gab es vorher schon, ne? Quatsch erzählt. Das Ding ist auch eine gute Taschenlampe. Dieses Einradding.